In dir selbst liegt der Schlüssel zum Paradies. In dir ist Himmel und Hölle. Der Himmel, das Paradies, ist dein wahres Sein. Die Hölle können deine Identifikationen durch deinen Verstand sein. Nicht alles, aber so einiges. Die Dualität entsteht in dir. Durch die frühzeitige, unbewusste Identifikation mit einem Ich und einer getrennten Welt außerhalb von dir. Und die Aufhebung, die Erlösung, liegt auch in deiner Macht. Durch die Vereinigung der scheinbaren Gegensätze in dir. Niemand kann diese Trennung und Gegensätze für dich aufheben. Niemand kann deine Wahrnehmung vom Nichtbekommen und vom chronischen Mangel in dir erlösen. Niemand kann dir so viel Zuwendung und Aufmerksamkeit geben, dass du das wieder fühlst, wonach du dich sehnst. Deinen Urzustand von ewiger Liebe und Vertrauen. Vielleicht punktuell, aber es wird nie reichen. Du wirst neue Erwartungen haben, die Situation negativ bewerten und dich wieder getrennt von Aufmerksamkeit, Fülle und Glück wahrnehmen. Es wird Zeit, aufzuhören, dich wie ein kleines Kind zu benehmen, das immer etwas vom anderen haben will und unbewusst immer noch die verlorene Liebe von den Eltern einfordert und sich sehnt. Oft ist die Sehnsucht nach einem Mann die Sehnsucht nach dem Vater und letztlich dem Gottvater, der uns scheinbar verlassen hat. Wir sind nicht gut genug. Wir müssen noch dieses oder jenes tun, dieses oder jenes werden, dieses oder jenes erreichen. Nichts musst du. Du kannst es auf der Stelle haben, indem du es dir selbst gibst. Denn in dir ist beides, die Liebe und die Abwesenheit von Liebe. Verschmelze sie. Geh in die Mitte davon. Es wird Zeit, dieses Kind, das Trotzige, das Enttäuschte, das sich zurückgewiesen fühlende, das sich ungeliebt fühlende, das Ängstliche, das Misstrauende, in dein eigenes Herz heimzuholen. Du kannst das, was durch den Ich-Gedanken ausgelöst wird, nicht mit dem Ich, also mit dem Verstand lösen. Denn jeder Lösungsversuch einer Konditionierung wird innerhalb der Konditionierung selbst geschehen. Das ist, als ob du Feuer mit Feuer löschen wolltest. Es gibt einen ganz einfachen Weg, die Dualität in uns selbst, durch uns selbst zu heilen und nach immer tiefer in Frieden, Freude, Glück, Liebe und Stille einzutauchen. Ute Strohbusch.